Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich fange heute einen Tick später an als sonst. Das ist jetzt 11:30. Ash kommt gerade nach Hause aus der Schule. Die hatten heute den letzten Schultag. Jetzt haben wir 2 Wochen Ferien. Und wie sieht's aus? Freust du dich? Ja. Ja? Er ist kaputt, die hatten gerade ganz viel Sport gemacht in der Schule und ja, also ich werde jetzt einmal ganz kurz an meinen Videoschnitt gehen. Ich habe nämlich heute ein Video aufgenommen, was ich jetzt schneiden möchte und das Wetter ist heute ein Traum, Leute. Eigentlich sollte das ja regnen, so wurde das uns gesagt, beziehungsweise eine Wettervorhersage gezeigt, aber schaut mal, das ist so schön. Wir haben Sonne, ich habe jetzt die Wäsche reingeschmissen. Jedenfalls waren wir heute Morgen spazieren mit meinem Schnucki. Relativ lange, es hat sich alles ein bisschen verschoben heute irgendwie. Und jetzt erst kann ich an mein Video rangehen. Und dann möchte ich noch gerne was aufnehmen nachher. Ja, also, es ist ein bisschen stürmisch dann bei uns. Das ist echt irre, dass wir hier so einen Wind haben. Und Ash ist ausgehungert. Der hatte heute gar nicht so richtig Frühstück. Dementsprechend, also es ist gut, es ist jetzt bald, gleich Mittagszeit, ne? Wie ist das? Das ist für gar kein Video, das ist eigentlich für uns. Aber nicht das Ganze. Das kannst du ein bisschen was davon nehmen. Er möchte sich jetzt irgendwie Leberwurst machen. Leberwurstbrot mit. Nee, ein Wrap mit Leberwurst, ne? Ja. Ja. Übrigens, die Kinder kommen heute nicht zurück. Ash. Die kommen. Ich brauche diese Stäbe für mein Video. Holzstäbchen, ne? Die bleiben bis morgen in Dänemark. Und. Und eigentlich haben wir heute mit denen gerechnet und ich habe auch gar nicht eingekauft, gar nichts für die. Jedenfalls ist es verbrannt. Oh. Okay, auf 2 ist zu doll. Ist mir heute auch passiert. Nein, 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 das Schwarze möchte ich nicht, dass du das isst. Achso, das Schwarze abmachen, genau, weil das ist nämlich heute Morgen auch passiert. Da sind mir auch jeweils 4 Wraps verbrannt, ne? Also es ist echt irre. Ich war so beschäftigt irgendwie und dann habe ich die vergessen. Ja, jedenfalls ist es bei denen so, dass morgen Schluss bei denen ist. Also sie haben quasi das Haus von Montag bis Samstag. Morgen ist ja noch ein ein Werktag sozusagen. Und ja, also hat er mir heute geschrieben, heute Morgen, ja, also wir bleiben dann doch noch irgendwie einen Tag länger, weil wir haben bis morgen. Morgen ist die Rückgabe vom Schlüssel. Ja, und dann hatten die nochmal was erzählt und zwar gibt es bei denen eine Änderung. Die wollten jetzt bis Wochenende nach Hause kommen und dann wieder von Montag bis Freitag halt nach Holland. Das haben die jetzt abgesagt, wieder mal. Weil was machen die denn für einen Trip? Frag mich nicht. Ja, aber es liegt jetzt nicht an denen. Die haben es abgesagt wegen so ein paar Umständen, die sich jetzt wegen der C-Maßnahmen halt geändert haben. Und dementsprechend haben sie gesagt, nö, dann in dem Fall werden wir dann nicht verreisen und bleiben dann zu Hause. Ist ja auch cool. Dann haben wir die hier über die Ferien. Ja, jedenfalls war, wie gesagt, hat er gesagt, ja, es gibt auch wieder eine Planänderung und wir können dann doch nicht dahin. Also müssen sie doch alles wieder stornieren. Ja, das ist toll, ne? Na gut, ihr Lieben, also ich gehe jetzt kurz an meinen Videoschnitt und dann sehen wir uns gleich wieder für euch. Für euch ist es gleich, für mich ist es so in einer Stunde. Mein Schnucki ist auch hier und arbeitet an seinem Video, was er heute Morgen aufgenommen hat. Ich glaube, er hört uns nicht. Ich sitze gerade hier an meinem zweiten Video, was ich gerade schneide, ihr Lieben, und gehe ich kurz ins Badezimmer, gucke durchs Fenster und was macht mein Schnucki-Pucki? Der baut ein Trampolin ab. Das ist voll krass. Er hat überhaupt nichts davon gesagt, gar nichts. Ich habe mich nur gewundert, weil ich ja vor ein paar Tagen gesagt habe, irgendwie müssen wir langsam mal das Trampolin abbauen. Und zwar müssen wir die Phase abwarten, wo das trocken draußen ist, damit wir das nicht in nass nachher irgendwo unterbringen müssen. Also in dem Fall halt in die Gartenhütte. Das wäre natürlich echt blöd, weil es schimmelt nachher dann ja auch. Jetzt baut er das ab. Ich fasse es nicht. Guckt euch das an. Wird abgebaut. Bin gerade überrascht, ja. Was du hier machst. Das muss weg. Ja, ich weiß. Du hast nicht mal Bescheid gesagt. Hier sind irgendwelche komischen Geräusche im Knick hier. Warum? Als wenn, keine Ahnung, sich irgendwelche Tiere da bekriegen oder so. Ach so, okay. Ich hab zuerst gedacht, da ist einer mit einem, weiß ich nicht, Schleifstein oder irgendwie mit irgendwas da in Gange. Und immer wenn man da hingeht, Ruhe, dann geht wieder hierher,
Und dann kommt von da wieder das Geräusch. Komisch. Vielleicht ist irgendwas da hinten hinter dem Wall oder so. Nein, hier, das muss hier vorne sein. Ach so, okay. Ist auch draußen, das heißt, ich werde hier mein Video ganz schnell mal fertig kriegen und dann die Hütte leer räumen, damit wir mal das Trampolin da irgendwie unterkriegen können. Und, ja, auf jeden Fall mache ich hier nochmal ganz schnell weiter und dann geht's für mich nach draußen. Die Verarbeitung läuft jetzt gerade, also Mixdown wird gerade gemacht bei dem Video und ich gehe jetzt einmal raus und helfe meinen Männern, weil ich nämlich, wie gesagt, die Gartenhütte einmal da ein bisschen Platz schaffen möchte. Ich will noch einmal ein bisschen hüpfen und ich bin gerade dabei, wir haben gerade, ich habe die Hütte leer geräumt. Oh, das Fahrrad von Christus ist umgekippt. Ich habe die Hütte schon mal so weit leer geräumt, dass wir gleich mal eines einräumen können. Oh, und ich möchte aber gerne das hier nochmal sauber machen, weil diese Umrandung dreckig ist und grün, damit wir das halt in Ruhe nochmal oder ordentlich lagern können, ohne dass man irgendwie diesen ganzen Dreck hat erschöpft. So, draußen ist es relativ windig und auf jeden Fall geht es für mich aber nach draußen. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Ich habe das hier jetzt sauber gemacht. Das ist auch schon so viel zu getrocknet. Mein Schnüffel macht es da gerade kurz ab. Und hier haben wir die Sachen, beziehungsweise ich habe die Hütte so ein bisschen leer geräumt, weil das alles da raus musste und da kann gleich das Trampolin halt eben hingestellt werden. Unter anderem auch ein paar Teile kommen einfach in Karton. Da, in diesen Karton, genau. Hier werden jetzt diese ganzen Sprungfedern einmal abgemacht. Das Netz haben wir mit Esch gerade sauber gemacht. Geht? Ja. Kannst du das hin? Okay, super. Ash ist hier auch fleißig dabei. Vertretung von Max. Jo. Max ist nicht da. Und ich sammle jetzt einmal diese ganzen Schrauben, die hier lose drum rumliegen. Ich habe schon so ein bisschen was weggepackt hier in die Hütte. Ist alles im Karton jetzt, was fürs Trampolin ist. Und mal gucken, das ganze Gestänge gleich, das wird echt ein Akt werden, geht auch so quasi an die Wand da. Mal gucken. Die Netze und so habe ich jetzt einfach alles so in die Ecke so gestapelt. Passt aber ganz gut. Ich hoffe, dass wir keine Mäuse dieses Jahr hier bekommen. Hola, das Trampolin ist weg. Jetzt haben wir hier ganz viel Platz. Ich habe tatsächlich alles hier unterbekommen. Schaut mal. Und ich habe das Gefühl, dass wir dieses Jahr irgendwie das alles anders gestapelt haben, dass hier auch mehr Platz ist. Das ist krass. Auf jeden Fall ist das Trampolin hier auf dieser Seite. Und jetzt genau noch die Fahrräder von den Kindern nochmal da drauf. Oder daneben. Hola. Jo, ausgefegt haben wir auch alles hier, also es ist alles fertig. Jetzt würde ich ganz gerne hier noch ein bisschen Rasen mähen und auch hier mal aufsammeln, aufsaugen. Vielleicht noch ein bisschen die Hecke korrigieren, die vom Trampolin abgedeckt war, aber eigentlich sieht es doch ganz gut aus. Also relativ alles ja, gerade und nicht rausgewachsen. Also ich muss gleich mal schauen, was ich da jetzt mache. So, ich habe jetzt hinten alles aufgeräumt. Rasen gemäht, vorne Rasen gemäht. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das wie es geworden ist. Schaut mal. Oh, auf einmal so viel Platz, ne? Ich habe hier einmal diese Holzkiste nochmal neu bepflanzt. Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Schaut mal, wir haben hier jetzt richtig viel Platz. Diesen Topf möchte ich gerne nochmal bepflanzen. Den haben die Kinder von oben rausgenommen oder weggenommen. Da möchte ich einmal so einen Buchsbaum einfach, eine Buchsbaumkugel einpflanzen. Dafür brauche ich aber nochmal Erde und eine Buchsbaumkugel. Und hier habe ich ja schon eine Buchsbaumkugel, genau. Also dachte, passend dazu kommt da halt eben auch was rein. Da das Wetter so schön ist, meine Lieben, hat mein Stücki spontan beschlossen, mit seinem neuen Grill zu grillen. Das ist ein Mini-Gasgrill, den man zusammensteckt. Das ist richtig genial. Und hier haben wir alles vorbereitet schon mal. Es gibt heute so eine kleine Vision vom Grillen. Wir haben hier ganz viel Fleisch, wir haben hier diese Teilchen, die mein Stücki gemacht hat. Die muss man nicht grillen, ja. Die kann man so dazu essen. Dann Kräuterquark hat er selber angerührt. Komm, wir wollen raus, der Grill ist schon an. Und ich muss einmal ganz kurz den Salat hier einmal schnippeln. Der Salat ist dann auch fertig, meine Hübschen. Und ich schaffe das nicht mal mehr, die Kartoffeln zu Ende zu kochen, weil Adrian nämlich schon angefangen hat zu grillen. Er sagt, das ist schon fertig. Grill angemacht, fertig. Das ist so krass. So. Oh, das riecht schon so gut.
Verbrennt ein bisschen, ne? Ja, das ist. Warum? Also, ich habe den, glaube ich, zu heiß gemacht. Ach so, ja, okay. Nicht. Müssen wir das mal darauf irgendwie einstellen. Ich muss das jetzt mal lernen. Ja. So, guten Appetit. So sieht das Ganze aus. Das ist super lecker. Danke für die nette Einladung, Mensch. Ja, bitte sehr, gerne. Das Fleisch wird gerade gegrillt und wir essen. Guten Morgen. Ihr Lieben, Ara sagt gerade, was ist das denn? Schaut mal, wir haben hier einen riesen, weiß gar nicht, ist ein Gras. Genau, der wohnt bei uns. Der war, ist das ein Grashüpfer, so ein großer? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist er hier immer. Nein, lass ihn doch. Es ist jetzt 5:30. Wir haben jetzt lecker gegessen. Das war wirklich total schnell mit diesem Grill. Hätte ich gar nicht so für möglich gehalten. Aber angemacht, Fleisch drauf, fertig. Also, aber ich habe dann doch noch meine Kartoffeln bekommen. Ich habe die fast zum Schluss gegessen. Das waren so junge Kartoffeln. Die brauchten auch gar nicht so lange zum Kochen. Ja, ihr Lieben, also, was für ein produktiver Tag. Also, ich hätte niemals gedacht, dass wir heute das Trampolin abbauen. Ich hatte schon in meinem Schnucki das zwischendurch mal gesagt. Als das Wetter mal gut war, habe ich gesagt, eigentlich sollten wir mal das Trampolin abbauen, damit wir es im Trockenen machen. Und ja, machen wir, ja, machen wir. Und heute hat er von alleine angefangen und ohne Bescheid zu sagen, ist er raus und hat das Ding abgebaut. Im Endeffekt kam mir das heute so vor, dass wir dieses Jahr das besser und einfacher abgebaut haben als letztes Jahr. Wir haben es letztes Jahr echt abgequält. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir das immer schleppen mussten, diese ganzen Teile, so das ganze Haus. Und ich glaube, es war auch relativ heiß, dass wir das gemacht haben. Und heute war es total schnell. Also wir waren ruckzuck irgendwie fertig mit Ash zusammen, haben alles ordentlich sortiert, zusammengelegt und in die Hütte gebracht. Also das war heute echt, ja, war super. Und mit dem Wetter hatten wir echt Glück. Normalerweise sollte das heute auch regnen, aber das war wirklich Sonnenschein und es war warm da hinten. Ja, ansonsten, wie gesagt, im Garten bin ich jetzt hier fertig. Ich habe Rasen gemäht. Hier habe ich noch nicht gemäht, der ist hier noch nicht so lang. Und aber sonst, wie gesagt, alles drumherum. Laub habe ich jetzt hier nicht gesammelt. Ich hatte noch überlegt, einmal zu fegen, aber es macht irgendwie so keinen Sinn, weil wir das doch windig haben. Und wenn ich heute das alles eingesammelt habe, habe ich morgen früh genau das gleiche wieder vor der Tür. Also daher lasse ich das mit dem Laub. Ich möchte aber gerne mein Video zu Ende schneiden. Ich habe nämlich zwischendurch mal angefangen, eins zu schneiden. Und würde gerne dieses hier beenden. Ich hoffe, dass euch unser Alltag gefallen hat. passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und tschüss.